Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video geht es mal nicht um Webinare, sondern ich möchte dir einen wiederverwendbaren Schreibblock vorstellen. Also es geht um ein Produktreview und ich zeige dir direkt mal, worum es wirklich geht. Und zwar um das Rocketbook Fusion. Ich glaube, man kann das auch sehen, wenn ich aus dem Bild gehe. Okay, das ist das Rocketbook Fusion. Vielleicht hast du das ein oder andere Video schon über Rocketbooks gesehen. Rocketbooks, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe hier, glaube ich, auch noch die, genau, Rocketbooks. Das ist die Anleitung. Ich hoffe, dass man das auch sehen kann. Hier steht nochmal Fusion. Das ist ein All-in-One Reusable Planner, Calendar and Notebook. Das heißt, dieses Rocketbook Fusion ist wie die anderen Rocketbooks, sofern du das schon mal gesehen hast, ebenfalls ein wiederverwendbarer Schreibblock, allerdings mit dem Riesenvorteil, dass du auch noch andere Seiten hast. Das heißt, das Fusion hat zum Beispiel eine To-Do-Liste, hat Kalenderblätter, hat linierte Seiten und hat so gepunktete Seiten. Die zeige ich dir gleich einfach mal. Und das ist zum Beispiel bei den anderen Rocketbooks nicht. Die meisten sind, glaube ich, nur gepunktet oder nur liniert. Das weiß ich jetzt nicht genau. Dann gibt es noch das erste, das Rocketbook Wave, auch wieder verwendbar. Das hatte den kuriosen Vorteil, würde ich es jetzt nicht nennen, aber die Kuriosität, dass man es in der Mikrowelle gelöscht hat. Während du in diesem Rocketbook, was ich jetzt hier habe, die Seiten einfach mit deinem feuchten Mikrofasertuch, was ebenfalls dazu gehört, du siehst, da ist das Rocket-Zeichen eingestickt, das ist dabei, was du einfach feucht abwischt und dann kannst du es wieder verwenden. Genau, also vielleicht noch einmal kurz vorweg, das ist so ein Kunststoff, ja, es ist auf jeden Fall Kunststoff und es ist super robust. Du kannst das Ganze, steht hier glaube ich auch bei, also tatsächlich auch in die Badewanne fallen lassen. Gut, dann sind deine Notizen im Zweifel weg, aber das Buch übersteht es. Das Buch ist, wie gesagt, unverwüstlich. Es ist natürlich auch kein wirkliches Papier. Die Seiten sind nicht aus Papier. Das ist so eine beschichtete Kunststoffgeschichte. Es ist keine Folie. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es ist eben auch nicht diese Haptik von dem normalen Papier. Würde ja auch nicht gehen, weil dann könnten wir es nicht abwaschen. Genau, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Das Rocketbook benutzt diese Pilot Friction Stifte. Kennst du vielleicht, hast du schon mal gesehen, so sehen die aus. Nochmal einmal umgedreht, genau. Das hier ist zum Beispiel ein Textmarker, die anderen sind ganz normale Feinliner. Also solche Feinliner sind das. Und das Schöne, falls du die kennst, die haben hier oben so ein Radiergummi dran. Die kann man sowieso auch auf Papier wegradieren. Hier brauchen wir den Radierer nicht, hier benutzen wir dieses Tuch. Das Ganze funktioniert also folgendermaßen. Du beschriftest deine Seiten. Kann dann so aussehen, nicht? Du hast dann da alles Mögliche drauf notiert. Und wenn du dich verschreibst, dann sowieso immer schön mit dem Tuch ausradieren. Aber auch, wenn du es nicht mehr brauchst. Und wenn du es nicht mehr brauchst, da kommen wir jetzt zum Clou des Rocketbooks, weil so ist es alles ganz nett, aber irgendwie noch nicht so richtig innovativ. Das Innovative kommt aber jetzt. Du hast auf deinem Handy die Rocketbook App. Und das bedeutet, du kannst die Seiten abscannen. Es ist einfach eine Scan-Funktion in dieser App. Und es wird dann direkt dorthin verlinkt, wo du es gerne haben möchtest. Das heißt, in dieser App verlinkst du diese kleinen Icons, die ich dir jetzt noch mal zeigen muss. Warte, ich nehme mal. So, ich habe auch eine schöne Testseite vorbereitet, damit wir das mal angucken können. So. In diesem Rocketbook findest du hier unten Icons. Ich hoffe, man kann die jetzt sehen. Die sind da. Ich habe jetzt auch ein Kreuzchen gemacht. Diese Icons sind hier ganz unscheinbar, haben aber die grandiose Funktion, dass du sie in deiner App, sind genau die gleichen Icons, hinterlegst sozusagen mit verschiedenen Links. Du suchst also aus, wohin dein Text gescannt wird, also wohin dein Scan gehen soll. Und das Naheliegendste in den meisten Fällen, wenn du gerade, wenn du so Sachen sortierst und viele arbeiten mit Google Drive oder mit Dropbox und in meinem Fall ist es halt Evernote. Ich benutze alles sortiert in Evernote, neue Ideen, neue YouTube-Videos, alles, was ich so plane,
wird in Evernote geplant und ja, diese Scans gehen dann in die jeweiligen Ordner bei Evernote. Ich habe allerdings auch bei Evernote zum Beispiel verschiedene Hierarchien angelegt. Also ich habe zum Beispiel YouTube-Ideen, da klicke ich dann ein anderes Icon an, dann geht das sofort zu YouTube-Ideen in meinen Evernote-Ordner. Andere Sachen gehen zu normalen Ideen bzw. To-Do, Tasks, was auch immer man hat. Du kannst auch, wenn du zum Beispiel im Team arbeitest und du hast hier verschiedene Sachen, die per Mail raus sollen, kannst du auch an dein Team zum Beispiel direkt so ein Kreuzchen setzen, dann ist da hinterlegt, sind dann die E-Mail-Adressen und das würde dann immer direkt an dieses Team verschickt werden. Oder du schickst es dir selber zum Beispiel per Mail, aus welchen Gründen auch immer. Genau, so funktioniert das Ganze. Hier siehst du, du hast auf der ersten Seite quasi die Icons und die Möglichkeit zu sagen, wo was hingeschickt werden soll. Das ist für dich nochmal eine Erinnerung, damit du weißt, wo du das dann deine Sachen irgendwie wiederfindest. Und dann siehst du hier zum Beispiel, einfach nur mal als Beispiel, ich hoffe, das erkennt man auch, siehst du, dass du zum Beispiel eine To-Do-Liste hast. Genau, so funktioniert das Ganze. Man sollte, da steht dabei, das Rocketbook, ich will nicht sagen löschen, das klingt komisch, aber zumindest sauber machen, wenn man es länger nicht benutzt. Und eins vielleicht noch, das zeige ich dir jetzt mal kurz. Und zwar, ich zeige es dir einfach mal auf so einer Seite. Wenn du jetzt eine Seite hast und du schreibst etwas, schreib da jetzt mal kurz was drauf. Und zwar Test. Und ich gehe da drüber. Dann verschmiert es die ersten 15 Sekunden noch. Wenn du also etwas schreibst und du kommst dann direkt mit dem Finger darüber, verschmiert es erstmal, weil es 15 Sekunden braucht, um zu trocknen. Es ist also ein bisschen anders als auf Papier. Und das nächste, vielleicht sollte man das noch erwähnen, du kannst dich daran gewöhnen, dass du mit diesen Stiften nicht wie verrückt aufdrückst, wie du es teilweise, manche drücken ja mit so Kugelschreibern oder sowas auf Papier auf. Das musst du hier nicht. Du kannst ganz leicht über die Seiten gehen. Es wird alles schön aufgeschrieben. Es sieht alles super aus. Und ich habe mir sagen lassen, es ist auch für Linkshänder geeignet, wobei natürlich die Spirale eventuell im Weg ist, die man hier auf der Seite sieht. Aber grundsätzlich habe ich mit mehreren gesprochen und die haben alle gesagt, das ist wunderbar und haben auch kein Problem gehabt, dass es verschmiert. Da kann ich allerdings keine eigene Meinung zu abgeben. Ich bin Rechtshänderin. Ich weiß nicht, ob das ein Riesenunterschied ist, wenn man mit links dann da schreibt. Ja, das ist das Rocketbook. Ich wollte es dir zeigen. Du kannst es tatsächlich in deine Handtasche packen. Es gibt es in verschiedenen Größen. Das hier ist jetzt das DIN A4 Format, weil ich schreibe gerne viel auf. Und es gibt natürlich auch die Hälfte davon, quasi das DIN A5 Format, kannst du auch in anderen Farben bekommen. Und es gibt eben verschiedene Ausführungen. Das Fusion ist das mit den meisten verschiedenen Blättern, heißt mit den vorgegebenen Mustern, also eben liniert. Kariert ist es nicht, es sind ja Punkte, Kalender, To-Do-Liste, sodass du die Möglichkeit hast, wirklich eigentlich alles, was du so planen möchtest, zu planen, zu scannen und aufzuheben und dann zu sortieren. Und damit immer quasi im Blick hast, was eigentlich der nächste Step war oder auch kurz einen Block quasi zur Hand hast, wenn du mal eben was aufschreibst. Vielleicht kennst du das auch, dass du einfach mal kurz irgendwie, dir fällt was ein oder du hast eine neue Farbe für dein Branding, es wird einfach irgendwo notiert. Es sind nachher tausende fliegende Zettel, du weißt nicht mehr, wo was ist. Hier kannst du schön sortieren, scannst es, hast es im richtigen Ordner und fertig. Und ja, es ist unverwüstlich und man kann es überall mit hinnehmen. Es geht dann doch etwas schneller, als wenn du mit dem iPad, mit dem Pen schreibst, auch das finde ich toll. Grundsätzlich ist das Rocketbook einfach schnell in die Handtasche gepackt oder schnell in den Rucksack gepackt, je nachdem, was du mit hast. Und ja, funktioniert halt überall. Braucht keinen Strom, ist nicht leer, alles läuft.
Genau. Ich zeige dir in der Beschreibung, wo du das Rocketbook bekommen kannst. Falls du schon mal ein Rocketbook benutzt hast, teil doch deine Erfahrung in den Kommentaren oder aber erzähl, wie du das findest. Ist das vielleicht was für dich? Würdest du das benutzen? Es ist quasi das papierlose Büro und wieder ein Schritt, ein paar Bäume stehen zu lassen. Also, ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen oder auch deine Meinung dazu in den Kommentaren teilst. Und ja, ich denke, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Falls du noch nicht abonniert hast, schnell noch abonnieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch. Bis dahin, bleib gesund. Bis dann. Tschüss.